Hey! Heute soll's losgehen, heute wird's ernst. Denn heute wollen wir Komoot dafür benutzen, wofür es eigentlich gemacht ist. Und das ist die Navigation nach Drex, die Orientierung im Gelände und die Aufzeichnung. So, und als erstes werde ich euch dann zeigen, wie navigieren wir eine Tour, die wir denn haben, selbst geplant haben oder die wir uns von anderen geholt haben. Dann will ich euch zeigen, wie ihr ganz normal trackt, wenn ihr euch irgendwo bewegt, einen Weg, den ihr schon kennt. Als drittes will ich euch dann zeigen, wie ihr euch auf einem existierenden Track, der aber auf Wegen sich bewegt, die Komoot nicht kennt, wie ihr euch daran trotzdem orientieren könnt. Und zum Schluss, da gebe ich euch mal noch ein paar nützliche Tipps. Ich glaube, dem hier, dem können wir helfen. Kommen wir zu Teil 1 der Navigation nach einer geplanten Tour und der gleichzeitigen Aufzeichnung. Wir stellen sicher, dass das GPS-Signal bzw. der Empfänger eingeschaltet ist und starten unsere Komoot-Anwendung. Hier ist es egal, ob wir Internet haben, denn wir haben uns vorbereitet. Wir öffnen das Profil, sehen dann unsere geplanten Touren, gehen hinein und können hier unsere geplante Tour schon sehen, die auch markiert ist. Sie ist offline verfügbar. Genau deswegen brauchen wir nämlich auch kein Internet. Wir öffnen dann die Tour durch einen Klick und kommen in die Vorschau. Auch hier ist nochmal markiert, Tour ist offline verfügbar. Sollte man dann mit WLAN machen, so belastet man nicht seinen Traffic. Dann kann man alle Vorschauangaben der Tour betrachten, Oberflächentypen, Wegetypen etc. und dann über den grünen Navigationsbutton die Navigation starten. Komoot positioniert uns dann und unser Positionsmarker wird dann rot. Das zeigt uns, die Tour wird aufgezeichnet. Wenn am unteren rechten Bildschirmrand die Kompassnadel angezeigt wird, dann dreht sich die Karte immer in Blickrichtung mit. Und man kann durch einen einfachen Klick die Karte festsetzen. Dann ist dieser GPS-Marker zu sehen. In dem Fall dreht sich dann die Kompassnadel des GPS-Positionsanzeigers und wir sehen, okay, wir bewegen uns und die Blickrichtung wird immer angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, die Anzeige auf Querformat umzuschalten. Einfach das Handy mal neigen und dann seht ihr, Komoot bietet hier die Möglichkeit, aber nur in der Kartenansicht ins Querformat zu wechseln. Das Ganze kann man dann auch wieder zurückkippen. In der weißen Leiste seht ihr dann verschiedene Anzeigen. Hier die aktuelle Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit der Tour. Könnt dann durchwischen, wechseln, dann seht ihr, wie viel Meter es noch bis zum nächsten Wegpunkt sind. So, weiteres Wischen, zurückgelegte Wegstrecke, verbleibende Wegstrecke. Nächster Punkt wäre die Zeit in Bewegung und die geschätzte verbleibende Zeit. Die richtet sich dann nach eurer Geschwindigkeit. Und das Höhenprofil, dort wird auch die aktuelle Höhe angezeigt. Diese kann jedoch jeweils von der Qualität des GPS-Empfängers des Handys abhängen. Und dann seht ihr oben in diesem blaulichen Teil die nächsten Wegpunkte, könnt da durchschalten und ihr seht, die Ansicht in der Karte wechselt jeweils zu dem Wegpunkt, den ihr gerade ausgewählt habt, mit Abbiegehinweis und so weiter. Am Ziel angelangt bekommt ihr von Komoot bei eingeschalteter Sprachnavigation eine Info. Ansonsten seht ihr das ja, dass die Tour zu Ende ist. Drückt dann lange auf den Stopp-Button, bis das nächste Menü erscheint. Statt Navigation fortsetzen, auf Beenden und Speichern. Und Komoot wechselt zurück von der Queransicht in die Standardansicht. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, eure Sportart anzupassen an eure Tour, die ihr eben gemacht habt. So, für meinen Fall wäre das jetzt Wandern. Man sieht dann die zurückgelegte Strecke und die Zeit, die ihr dafür benötigt habt und klickt weiter auf Ja. Hier kann man Bilder hochladen, dazu erzähle ich euch später noch ein bisschen mehr, deswegen nehme ich die jetzt raus. Da gibt es nachher noch einen Tipp von mir. Die Teilnehmer kann man markieren. Hier in diesem Fall bin ich allein gegangen. Hier kann man noch Highlights hinzufügen, auch das lassen wir alles weg. Denkt dran, den Tipp gibt es nochmal zum Schluss. Hier besteht die Möglichkeit, noch den Namen der Tour zu ändern. Und man hat nochmal alle Details der Tour aufgelistet, kann jetzt hier
die Tour auf öffentlich setzen, wir lassen die auf privat, hat die Möglichkeit sie zu teilen, löschen würde bedeuten, alles weg kriegt ihr nicht wieder, auch am PC nicht, deswegen vorsichtig damit und dann einfach auf fertig und ihr habt die Tour fertig getrackt, habt sie zu Ende navigiert, Komoot wechselt zurück in euer Profilmenü. Schauen wir uns doch mal als zweiten Punkt die einfache Aufzeichnung eines Tracks an. Dazu starten wir die App. Und als Empfehlung kann ich euch geben, könnt ihr das beispielsweise nutzen, wenn ihr irgendwo in einer fremden Stadt seid, wollt euch zum Auto zurückfinden oder seid beim Pilze sammeln und möchtet sicher sein, dass ihr nachher wieder, wenn ihr frei durch den Wald läuft, euch zurückfindet, wo das Auto steht. Denn stellt dafür sicher, dass die Region, in der ihr euch befindet, offline gesetzt ist. Wenn nicht, holt das noch nach, am sichersten irgendwo im WLAN. Und dann braucht ihr unterwegs keinen Internetempfang, um euch weiter zu orientieren. Deswegen können wir den Internetempfang hier einfach mal abschalten, gehen in den Offline-Modus und achten noch drauf, dass der GPS-Empfänger eingeschalten ist, denn wir müssen unsere Position sicher bestimmen können und klicken dann hier auf die Rekordfunktion. Karte erscheint nach Starten des Tracks, was wir durch einen einfachen Buttonklick erreichen. Und dann dauert das einen Moment, bis uns unser GPS-Empfänger genau positioniert hat, geht in der Regel sehr, sehr schnell. So, und schon sehen wir anhand der Kompassnadel wieder unsere Blickrichtung, wechseln dann ganz einfach wieder ins Querformat. Das funktioniert hier auch, wie gesagt, immer in der Kartenansicht ist ein Querformat, eine Querformatanzeige möglich. Können uns dann langsam fortbewegen, dann erscheint die Geschwindigkeit durch einen einfachen Klick, schickt man das hoch in die Bildschirmecke oder nochmal klicken, dann verschwinden die Anzeigen komplett. Und ihr seht, mit der Fortbewegung erscheint langsam der Track auf der Karte. Wir zeichnen auf. Durch Berühren des Bildschirms ruft ihr euch dann die Anzeigen wieder auf und könnt dann in den oberen Ecken sehen, eure aktuelle Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Zeit, die ihr in Bewegung wart und die Strecke, die ihr schon zurückgelegt habt. Angekommen am Ziel, beendet ihr dann die Aufzeichnung, wie auch schon die Navigation, durch langen Druck auf die Stopptaste bzw. auf das Stoppfeld, beendet und speichert erneut, hat dann wieder die Möglichkeit, alle Einstellungen vorzunehmen, so wie wir das auch schon bei der Navigation kennengelernt haben, klickt einfach auf Ja, hier gehen wir auch weiter, Tipps gibt es wieder zum Ende, dann auf Fertig, kann hier wieder den Namen ändern, das wollen wir alles nicht, wir wollen die Tour jetzt einfach erstmal nur speichern und haben die dann in der Liste unserer gemachten Touren drin. Wir steigen jetzt in Teil 3 unseres Tutorials ein. Wir wollen uns hier direkt an einem vorhandenen Track orientieren, ohne aufzuzeichnen. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn wir uns auf Wegen bewegen, die Komoot nicht kennt. Dann ist dort kein Routing möglich. Das heißt, wir rufen uns einfach mal eine Tour auf und haben dann das GPS-Signal eingeschalten und sehen, wir können uns hier auf dieser Tour bewegen, müssen dann unsere Position jedes Mal visuell kontrollieren. Das Ganze ist etwas aufwendiger, als wenn ich einfach nur tracke oder mit Sprachnavigation gehe. Hier in diesem Fall bekomme ich keine Informationen, ob ich richtig unterwegs bin oder nicht. Lediglich visuell kann ich das kontrollieren. Das heißt, ab und zu muss ich das Smartphone aus der Hosentasche, aus der Jackentasche holen, um dann meine Position erneut festzustellen, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder nicht. Kann mir in diesem Fall auch keine Anzeigen aufrufen. Das heißt hier, ich habe lediglich nur eingeschränkt die Karte und dazu den Positionsmarker, der in diesem Fall auch nicht rot ist, weil der leuchtet nur rot, wenn ihr aufzeichnet. Lasst euch nicht von der Richtung der Kompassnadel irritieren. Die zeigt immer dorthin, wo der Oberteil des Smartphones hin zeigt. Wenn ich also Querformat habe, zeigt ja das Oberteil irgendwo nach links oder rechts zur Seite. Drehe ich das ein bisschen nach vorn, seht ihr, bewegt sich auch die Kompassnadel. Davon nicht irritieren lassen. Und dann wird es am Ende auch keinen aufgezeichneten Track geben. Das heißt, ich kann jederzeit die Navigation hier beenden und finde mich über den Track zu meinem Ziel. Das waren die drei verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr die Komoot-App nutzen könnt, um euch im Gelände zu orientieren oder meinetwegen auch in der Stadt oder um euch einen Track aufzuzeichnen. Und jetzt kommen wir zu meinen Tipps für die Nutzung der App. Zum ersten wäre das, setzt wann immer ihr könnt Touren oder Karten offline.
Das schützt euch vor bösen Überraschungen, dass vielleicht irgendwo im Wald, wo der Internetempfang abbricht, plötzlich die Karte nicht mehr nachgeladen werden kann. Einfach Karte offline setzen. Später, wenn ihr denn fertig seid mit eurem Track, könnt ihr die Karte wieder rausschmeißen. Aber setzt sie euch offline. Das erspart euch böse Überraschungen. Dann mein nächster Tipp: das Pausieren der Navigation. Es ist möglich. Ihr drückt einfach lange auf den Stopp-Button, dann erscheint das Menü und hier seht ihr den Unterschied. Ihr könnt einmal beenden und speichern. Wenn ihr dahin drückt, dann ist alles vorbei. Dann könnt ihr den Track nicht fortsetzen. Ihr müsstet quasi einen neuen anfangen. Drückt ihr dann auf Fortsetzen, wird auch der Track und die Navigation wieder fortgesetzt. Ihr habt sogar die Möglichkeit, euch in dieser Zeit, wo ihr pausiert, fortzubewegen von der Stelle und könnt euch umschauen, vielleicht nochmal zurückgehen, wenn ihr irgendwas vergessen habt. Es wird nicht mit aufgezeichnet. Wenn ihr einen sauberen Track wollt, müsst ihr dann aber wieder genau an die Stelle zurück, wo ihr pausiert habt. Und wenn ihr dann auf Fortsetzen drückt, wird der sauber fortgesetzt, der Track. Macht ihr das vielleicht erst 100 Meter später irgendwo anders, dann wird eure Bewegung nicht mitgetrackt. Es wird einfach eine gerade Linie von der Pausierung bis zur Fortsetzung gezogen und dann sieht der Track nicht so schön aus. Der nächste Tipp ist das Fotografieren aus der Komoot-App heraus. Das könnt ihr tun. Komoot benutzt die Foto-App, aber Komoot will dann auch sofort das Foto hochladen. Das heißt, wer ein bisschen auf sein Datenvolumen achten muss, der wird dort ein Problem kriegen, wenn er 10, 20 Bilder macht. Die werden alle sofort hochgeladen, da werdet ihr gar nicht gefragt. Macht das Folgende: fotografiert nicht aus der Komoot-App heraus, sondern wechselt in eure normale Foto-App vom Smartphone. Denkt daran, schaltet das GPS-Tagging ein. Warum das wichtig ist, erfahrt ihr in Teil 7 unserer Tutorial-Serie, wenn es darum geht, euren Track mal ordentlich aufzupimpen. Dann müsst ihr nämlich die Fotos platzieren und braucht ihr das nicht von Hand zu tun. Wenn der GPS-Tag mit aufgezeichnet wird, positioniert Komoot die Fotos ganz sauber dort, wo sie auch entstanden sind. Dann mein nächster Tipp: wenn ihr die Tour beendet, nehmt keine Änderungen vor, stellt nichts weiter ein, keine Highlights, keine Fotos und so weiter hochladen. Das habe ich eben schon erwähnt. Es gibt einen Teil 7, der heißt Pimp Your Track. Damit könnt ihr eure Tour so richtig aufmotzen und sie denn sauber präsentieren. Das geht am PC viel leichter als an der App. Und ein weiterer Tipp, der letzte wäre, wenn ihr aus Versehen auf Teilen klickt der Tour, das heißt also, ihr seid draußen, habt die Tour beendet und klickt beim Beenden auf Teilen, dann wird die Tour sofort auf öffentlich gesetzt. Das heißt, alle, die euch folgen, können dann die Tour sehen. Ob ihr die Option danach abbrecht oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Ihr müsstet also nochmal manuell rein und die Tour wieder auf privat setzen, damit die nicht mehr angezeigt wird. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch ein Stück weitergebracht. Alle Tutorials von Harzer Bergwald für Komoot findet ihr in unserem Channel. Wir haben auch noch eine Playlist, die heißt Erste Hilfe. Dort behandeln wir häufig auftretende Fragen und Fehler. Wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, findet ihr die dort. Wenn ihr dort keine Hilfe findet, dann schreibt uns einfach an, kontaktiert uns über die Kommentare oder über E-Mail, wie es viele nutzen. Ihr könnt uns auch auf Facebook kontaktieren. Wir versuchen euch immer zu helfen. Bis demnächst, Thomas von Harzer Bergwald. Thank you.